eine Tradition lebt fort, auch wenn der, der diese initiiert hatte, selbst nur noch Gast war. So könnte man den Neujahrsempfang im Lichthof der Freiburger Rotkäppchen-Sektkellerei beschreiben. 800 Gäste fanden sich ein, moderiert wurde der Abend durch die Gebietsweinkönigin Susanne Rothe. Für die musikalische Begleitung konnte die Musikschule Burgenlandkreis gewonnen werden. Begrüßt wurden die Anwesenden durch den Hausherrn Christoph Queiser. Er betonte, dass der Neujahrsempfang ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Region ist. Und auch ein Zeichen einer exzellent funktionierenden Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Und das zeichnet, glaube ich, diesen Neujahrsempfang aus. Und der Kreis ist auch der einzige, der das stemmen kann und alle Bereiche zusammenbekommen kann. Auf das letzte Jahr zurückblickend konnte Geschäftsführer Queiser auf sehr gute Umsatzzahlen verweisen und auch die Besucherzahlen in der Sektkellerei lagen bei über 100.000. Nach dem Hausherrn trat dann Gastgeber Landrat Götz Ulrich ans Rednerpult. Auch er lobte die Zusammenarbeit, gerade bei dieser Veranstaltung, die nur durch die Unterstützung der vielen Unternehmen möglich ist. Er selbst musste ja nur entscheiden, ob an dieser Tradition festgehalten werden soll. Er blickte ebenfalls zurück auf die Nachricht des Abschieds von Harry Reiche, auf den Wahlkampf und auf die Zeit nach der Wahl. Und er bedankte sich bei allen, dass er so gut als Landrat aufgenommen wurde. Doch nicht nur die Zusammenarbeit im Kreis ist wichtig, die Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen ist es ebenfalls. Zahlreiche Vertreter, Landräte und Bürgermeister waren somit ebenfalls zu Gast. Landrat Ulrich blickte aber nicht nur zurück. Das Jahr 2015 wird Entscheidungen mit sich bringen, von denen ich hoffe, dass sie im Sinne unseres Burgenlandkreises ausfallen. Der Kreistag wird voraussichtlich im Mai über die Schulentwicklungsplanung beschließen. Es ist auch höchste Zeit, Herr Ministerpräsident. Wir sind der letzte Landkreis, der über keine Schulentwicklungsplanung verfügt. Und wir wissen ja alle, wenn das Land uns Geld geben will, ist die Grundlage eine sichere Planung. Mit der abgemilderten Anforderung an die Mindestschülerzahlen von Grundschulen wird das, glaube ich, auch möglich sein und werden wir hoffentlich im Mai eine breite Mehrheit im Kreistag finden. Überhaupt möchte ich das Thema Bildung 2015 weit in den Vordergrund rücken und dazu gehört auch, dass die Leitung des Amtes für Bildung und die Leitung der Volkshochschule neu besetzt werden. Wir installieren derzeit gemeinsam mit der Transferagentur Mitteldeutschland in Leipzig, die im Auftrag des Bundesbildungsministeriums arbeitet, als erster Landkreis in Sachsen-Anhalt ein kommunales Bildungsmanagement. Der Burgenlandkreis wird sich dabei kräftig auch dort einmischen, wo er nicht zuständig ist, um eine gute, organisierte Bildungskette von der frühkindlichen Bildung bis zur Seniorenbildung für jede einzelne Bildungsbiografie anzustreben. Wir werden, was die Fragen der Lehrerversorgung an den Schulen, was die Frage der Ausrichtung und Profilierung der Schulen angeht, die Ausrede nicht geltend lassen, dass es uns nichts angeht. Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um im Schulterschluss mit den Elternräten die Mitbestimmung des Schulträgers in den Gesamtkonferenzen zu nutzen, bis hin zur Mitbestimmung, so sieht es auch das Schulgesetz vor, bei der Besetzung der Schulleiterstellen. Ich denke, wir müssen einfach Schluss damit machen, dass wir an verkorksten Bildungsbiografien von 20- oder 25-Jährigen rumreparieren und hierfür viel Geld ausgeben. Besser ist es, auch wenn es langfristig erst wirkt, von vornherein die Kinder auf das richtige Gleis zu setzen, meine Damen und Herren. Eine Entscheidung, die viele Menschen im Burgenlandkreis ja mit großer Spannung erwarten, ist die Entscheidung der UNESCO über die Anerkennung des Welterbetitels für den Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Herrschaftslandschaft an Saale und Unstrut. Und Anfang Juli wird dann die endgültige Entscheidung der UNESCO auf einer Tagung in Bonn fallen. Und wir sind natürlich alle aufgeregt und hoffen auf einen positiven Ausgang und dann auf positive Wirkungen für den ganzen Burgenlandkreis. Ebenfalls angesprochen hatte er die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen aus Kriegsgebieten, für die der Kreis seinen Anteil leisten muss. Besorgt war er über Demonstrationen gegen eine Aufnahme von diesen Menschen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, ob nicht ein ausländerfreundliches Klima im Burgenlandkreis die Grundvoraussetzung dafür sein wird, dass wir überhaupt den Wohlstand halten können, dass die Unternehmen im Burgenlandkreis überhaupt weiterhin so erfolgreich agieren und produzieren können.
Im Burgenlandkreis wird man um Veränderungen nicht herumkommen. Eine Änderung beim Neujahrsempfang verkündete Götz Ulrich in seiner Rede. Ich möchte gerne in jedem Jahr eine bestimmte soziale Gruppe, ein bestimmtes kulturelles Thema in den Mittelpunkt dieses Neujahrsempfangs stellen. Und 2015 ist das die Arbeit der Selbsthilfegruppen im Burgenlandkreis. Das heißt, ein Teil der Spenden des heutigen Abends sollen den 96 Selbsthilfegruppen im Burgenlandkreis zur Verfügung stehen, mit Unterstützung der Leiterin der Selbsthilfekontaktstelle, Frau Küssner. Die wir sogleich um ein Interview baten. Für die Gäste im Saal stellten Günter Holuba und Andreas Peter die Arbeit der Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew Weißenfels vor. In der Selbsthilfekontaktstelle sind 96 Selbsthilfegruppen erfasst. Das heißt nicht unbedingt, dass es alle sind, aber zumindest die, die Interesse daran haben, dass Betroffene leichter zu ihnen finden. Der Landrat hat ja nun die Veranstaltung heute so ein bisschen Ihnen und den Selbsthilfegruppen gewidmet. Was ist denn das für ein Gefühl? Es ist ein sehr schönes Gefühl, weil es ganz wichtig ist, dass auch die sozialen Belange mit im Mittelpunkt stehen, nicht nur die Wirtschaft. Und ich denke, da gibt es ganz viel Bedarf. Nachdem sich Ministerpräsident Rainer Haseloff in groben Zügen seinem Vorredner angeschlossen hatte, folgte eine weitere Tradition dieses Neujahrsempfangs, wenngleich auch mit neuem Gesicht. Mario Kerner, seit 01.01.2015 Vorstand der Sparkasse Burgenlandkreis, übernahm das Wort. Weniger Tage wie der neue Landrat, aber alle beide neu im Amt. Wie ist es so, die ersten Tage? Aufregend. Auf jeden Fall aufregend. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt völlig neu da bei der Sparkasse bin. Ich bin ja so lange wie Akine da und habe damals als Auszubildender angefangen. Aber es ist schon etwas anderes, ob man quasi in so einem Gremium mit unterwegs ist oder ob man dann jetzt ganz vorne steht. Da muss man sich schon erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Und auch heute hier so eine Ansprache da vor fast 1000 Leuten, das ist schon was anderes und auch ganz schön aufregend. Es gibt ja immer gute Wünsche fürs neue Jahr. Gibt es denn bei der Sparkasse für 2015 was Besonderes oder... Also man sagt das immer so hin, aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist die Gesundheit. Das trifft auf alle zu, auf unsere Kunden und auch auf unsere Mitarbeiter. Wir haben da auch den einen oder anderen Fall, der uns da manchmal Sorgen bereitet. Und im Großen und Ganzen kann man wirklich nur sagen, Gesundheit ist das Wichtigste, dann wird auch alles gut werden. Naja, und was das Geschäft anbelangt, hätten wir nichts dagegen, wenn die Zinsen mal wieder ein bisschen steigen würden. Dann wären unsere Kunden zufriedener und für uns wäre es eigentlich auch ganz gut. Er durfte das Unternehmen des Jahres auszeichnen und bat den Geschäftsführer der Argenta Schokoladenmanufaktur GmbH aus Weißenfels, Herrn Wolfgang Dietrich, auf die Bühne. Auch wir sprachen mit ihm und seiner Frau. Diese Marke Argenta, die gab es schon zu DDR-Zeiten und da war das Werk in Wernigerode. Ja, und dort ist das im Prinzip 1990 in der Insolvenz und geschlossen. Und wir beide hatten dann 2002, 2003 die Idee, die alten DDR-Produkte, sagen wir mal, wieder auf den Markt zu bringen. Und da haben wir zuerst uns Fremdproduzenten gesucht. Und dann zwei Jahre später haben wir gesagt, wir können das auch selbst produzieren in Weißenfels. Und da sind wir eigentlich richtig glücklich, dass wir das geschafft haben, dass wir A, sagen wir mal, so dufte Leute haben, die so gute Pralinen machen. Und B, dass wir viele Kunden in Deutschland haben, die uns auch kaufen. Inzwischen kann man unsere Produkte auch in Österreich, Frankreich, Holland, Kroatien, Dänemark und so weiter kaufen. Das hat sich sozusagen gut entwickelt. Und wir machen im Jahr 8 bis 9 Millionen Schokoladenpackungen. Und da steht überall hinten Weißenfels drauf. Das heißt, wir tun auch für die Stadt Weißenfels, und ich bin gern Weißenfelser, froh, dass ich Weißenfelser bin, machen wir die Stadt ein bisschen in Deutschland bekannt. Wen hatten wir noch nicht vor dem Mikrofon? Genau, den Gastgeber. Der erste Neujahrsempfang als Landrat. Wie ist so das Gefühl, nachdem ja jetzt, sag ich mal so, die Pflicht vorbei ist? Also ich fühle mich erleichtert,
Und ich bin natürlich auch stolz darauf, dass so viele Menschen gekommen sind. Das war ja jetzt nicht klar. Stehen denn die bisherigen Besucher eines Neujahrsempfangs von Harry Reiche dann auch auf den Neujahrsempfang, den der neue Landrat durchführt? Und da freue ich mich, dass es genauso voll ist wie bisher. Das ist sicherlich nicht wirklich wegen mir so, sondern weil über die 14 Jahre sich diese Institution etabliert hat als Gesprächsgrundlage unter Unternehmern, zwischen Unternehmern und Kulturschaffenden. Wir haben auch dieses Jahr eben viele soziale Gruppen hier. Gab es schon Manöverkritik vom alten Landrat für heute? Also er hat mir wieder freundschaftlich auf die Schulter gehauen, hat mir vorhin diesen gezeigt. Wir stehen ja eigentlich ständig im Kontakt, ohne, das muss ich sagen, ohne dass er mir irgendwie dazwischen redet und mir kluge Ratschläge gibt. Mehr frage ich ihn nach Dingen, die ich noch nicht weiß. Landrat AD Harry Reiche war also nicht vergessen. Er bekam von den Kameraden der Feuerwehr eine Ehrennadel verliehen.